Moin Moin meine Lieben, willkommen in Sebolinos genialer Kanal. Heute zeige ich euch mal eine Bewässerungsanlage fürs Hochbeet. Ist im Prinzip ganz simpel, machen wir auch schnell. Und zwar gibt es das super Gießsystem von Gardena. Die könnt ihr nehmen. Das sind so Stecksysteme, seht ihr, das sind so Kunststoffschläuche mit Stecksystemen. Die könnt ihr wunderbar verbinden. Da habt ihr verschiedene Aufsätze, so Sprühaufsätze, Spritzaufsätze zu einer Seite, zur anderen Seite, von unten. Ich habe mir jetzt welche geholt von oben, damit das auch von oben ein bisschen bewässert wird. Also beziehungsweise kann man das auch noch abschneiden, kann das dann reinstecken. Ist eine super feine Sache. Ja, guckt doch einfach zu, wenn es euch gefällt. Daumen und abonnieren. So, da haben wir jetzt praktisch den Mikro-Drip-System in das Holz gesteckt, wo wir jetzt uns praktisch einen Kanal legen für die weiteren Schritte. So, hier müsst ihr gucken, wie lange ihr da gehen wollt. Das soll nicht so lang sein. Ich möchte ja ziemlich hier vorne schon anfangen zu gießen. Also schneiden wir das jetzt hier ab und stecken das auf dieses System hier drauf. Die Erde ein bisschen wegmachen. Wenn es ein bisschen schwerer geht, dann solltet ihr das vielleicht mit dem Föhn oder mit dem Heißluftföhn leicht warm machen. Ich habe den Schlauch den ganzen Tag in der Sonne liegen lassen. Das hilft auch. So, einfach draufstecken, bis zum Ende ranschieben, leicht ein bisschen drehen. So, dann macht es auch ein kleines Knack und dann wisst ihr genau, es ist drauf. Okay, das sitzt. So, jetzt brauchen wir zum Beispiel ein T-Stück, das habe ich hier. Weil wir wollen ja nach zwei Enden weggehen. Da stecken wir jetzt hier drauf. So. Und dann brauchen wir wieder zwei kleine Schläuche. Da messen wir uns jetzt ab, wie wir den Schlauch legen wollen. Also das heißt ziemlich mittig. Das ist dann ungefähr so. Wir schneiden das dann hier ab. Damit wir natürlich auch die gleiche Länge haben, machen wir das für die andere Seite gleich mit. Wieder das gleiche. Draufstecken. Hier auch. So, jetzt könnt ihr den nehmen. Auch wieder drauf. So, wie ihr seht, habe ich da jetzt ein wunderbares Gießsystem. Das könnt ihr jetzt unter die Erde setzen. Das bewässert jetzt alles von alleine. Da könnt ihr aber immer wieder mit dem Piekser ein Loch reinmachen und Verlängerungen reinpacken zum Gießen. Also das ist überhaupt kein Problem. Piekst den hier rein. In diesen Schlauch. Wenn das nicht geht, habt ihr den Piekser, aber bitte nur leicht vorpieken, weil sonst wird das Loch zu groß. So einfach reingepiekst. Jetzt passt er da rein. Wunderbar. Dann steckt ihr den einfach da drüber und könnt ihn ganz genüsslich da reinschrauben.
So, das war's im Prinzip schon. Jetzt nehmt ihr noch einen Kopf. Da könnt ihr euch die Sprühdüsen selbst aussuchen. Und schraubt den einfach hier oben drauf. So, steckt ihn wieder oben drauf. Festschrauben. Und schon ist das erledigt. Super feine Sache, das geht sehr schnell. So macht ihr weiter. Und das legt ihr jetzt noch unter die Erde. Und dann könnt ihr das super mit gießen. Also es funktioniert einfach nichts besser. Also, da steckt ihr dann einfach den Gartenschlauch dran. Ja, der kommt da dran. Macht das Wasser an. Und dann habt ihr eure eigene Bewässerungsanlage. Die könnt ihr einstellen mit dem Computer, wie und wann ihr das einschalten wollt und wann nicht. Also, das ist relativ simpel und sehr einfach. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist die Bewässerung für mein Hochbeet gewesen. Daumen nach oben, bitte abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, schaut noch weiter, teilt es. Bis dahin, euer Siebolinos genialer Kanal. Tschüss.